So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind jetzt hier am Samstag gerade unterwegs zum Ponita Community Day. Wer den Stream gesehen hat, eine Stunde, wir haben Ponita gefangen, Galaponita gefangen, es gab Goldstops, es gab Shinies, wir haben wieder unsere Challenge gemacht, eine Stunde, wer mehr fängt. Wir sind jetzt hier beim Schloss Elisabethenburg. Ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr hier durchlauft, da ist der Durchgang. Hier ist so ein riesengroßer Innenhof. Das ist das Schloss Elisabethenburg mit einem Brunnen in der Mitte. Da drüben irgendwo ist Pupsi. Da muss ich jetzt hin, denn hier ist ein Raid. Der ist aufgegangen, 14.40 Uhr. Im Stream haben wir schon gesagt, nach dem Stream wollen wir den machen. 15.05 Uhr. Ich muss also kurz die Leute mir aufschreiben, die da mitmachen wollen. Muss die Kamera irgendwo hinstellen. Und dann machen wir hier schnell den Groudon Community Raid. Und mein Ziel ist, in der Zeit, wo Groudon jetzt da ist, so viel XL zu sammeln, dass ich mein Proto Groudon auf Level 50 pushen kann. So, ich komme näher, zack, Platz gesucht, rausgeholt, reingefangen und ihr seid dabei. Hallo Jonas, hast du gerade so gemacht? Bitte ein Bit, bitte ein Bit, 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 Bit. Hallo Sandra. Schnell. So, da sind wir zurück. Ich habe jetzt die Leute aufgeschrieben. Ihr seht, es ist jetzt ziemlich dunkel. Wir stehen im Schatten. Ich mache gerade hier die Protomorphose bei meinem Level 3er Groudon, damit ich da Bonbons boosten kann. Wir gehen jetzt auf den Raid. Ich hoffe, der Akku von der Kamera hält das noch aus. Der ist nämlich schon rot. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach rein. Sandra, ja, bist du soweit? Wir gehen rein. Ich lade ein. Ich habe 10 Leute dabei. So, drücke ich mal einsetzen. Nehme hier mit. Den Oleg auf jeden Fall und dann muss ich die restlichen noch einladen. Hier nehme ich nichts, hier drücke ich einfach bereit beim Samyang, das reicht. Ja, Groudon ist drin, ist Boden. Ihr nehmt also Wasser oder ihr nehmt Pflanze oder ihr nehmt Eis oder ihr nehmt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, die Konter können wir euch gleich noch zeigen. Ich habe wirklich jetzt Bammel wegen der Kamera. Aber guckt mal die Mütze. Guckt euch mal die Mütze an. So muss das aussehen, wenn man so Pokémon Raids macht. Oleg ist drin, fertig. Der Oleg kenne ich nicht, der hat im Stream gerade nämlich geschrieben, hey, can you invite me to the raid? Dann habe ich irgendwas zusammengefaselt und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme dich mit. Er hat mir auch eine Anfrage geschickt. Jetzt habe ich hier die restlichen, so. Jetzt haben wir alle 10 eingeladen und es hat gepasst. Ich konnte ihn einladen, das freut mich gerade, dass Oleg dabei ist. In der Raid-Gruppe, um es euch zu zeigen, dass ihr mir das auch glaubt, das ist die Raid-Gruppe, ist immer verlinkt unten in der Beschreibung und so weiter. Habe ich den reingepostet hier. Wo ist jetzt das Bild? Da ist gar kein Bild. Ach doch, hier oben, warte. Hier ist das Bild. Da habe ich den reingepostet. Schloss Elisabethenburg, Meiningen. Dann haben sich alle eingetragen, dann war die Liste voll. Hat also super geklappt. Und im Community-Tab habe ich natürlich die Konda-Liste und die WP, das heißt jetzt hier Beiträge. Wenn ihr Beiträge habt, seht ihr schon, 23,51 oder 29,39 sind die 100er Werte. Das Ding ist Typ Boden und ist schwach gegen Eis, Wasser, Pflanze, genauso wie ich es gesagt habe. Die ganze Zeit war Kyogre da. Ihr könnt also natürlich auch Kyogre jetzt nehmen gegen Groudon. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe mein Kyogre, mein 96er mit 15,13, was ich hatte damals. Das habe ich ja mit den täglichen Pässen mir geholt, ohne rein zu cashen. Das habe ich ja bei dem Raid Day mega entwickelt, immer wieder mega entwickelt, sobald das kostenlos ging. Dann hat es Stufe 3 erreicht und jetzt war mein Ziel, wenn es zurückkommt, dass ich es auf Level 50 pushen möchte. Und ich habe es geschafft, ich habe so viel gesammelt. Die Coins, die ich immer sammle aus den Arenen, habe ich genutzt, mir mal so eine Box zu kaufen mit ein paar Pässen drin. Das hat funktioniert. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 20 grüne Pässe aus verschiedenen Boxen da. Und bei Groudon brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel Bonbons wie bei Kyogre. Und das ist ja jetzt auch fast 2 Wochen da oder so, denke ich mal. Ihr seht auch, wie schnell das jetzt einfach ging. Also Groudon ist viel einfacher zu besiegen als Kyogre. Da möchte ich auch probieren, dass ich meinen 96er Groudon, was die Protomorphose kann und auf Level 3 mega ist, das auch dann hochziehen auf Level 50. Das ist also mein Ziel, was ich habe. Shiny brauche ich nicht, 100er brauche ich nicht, ich brauche gar nichts. Der 12 Salou ist hier irgendwo oder auch nicht, keine Ahnung. Mit dem war ich immer befreundet, dann haben wir uns irgendwie getrennt und jetzt weiß ich nicht, muss ich schnell hier drauf drücken. Ich hoffe, es waren auch jetzt alle drin. Achso, ihr seht, ihr steht jetzt hier mit der Kamera.
Ihr steht mit der Kamera eigentlich hier drauf. Also hier ist so eine fette große Treppe. Ihr steht hier drauf, aber das sieht man nicht wegen dem hässlichen Gebüsch. Das Gebüsch machen wir weg. 2281 ist mega schlecht, aber egal. Groudon ist mein lieblingslegendäres Pokémon. Ich sag's immer wieder. Erstens, es sieht mega cool aus. Dann ist es mega stark. Dann ist es so einfach zu fangen. Guckt euch das an. Das Shiny sieht mega genial aus. Groudon, es sitzt einfach nur da. Es geht nicht nach links, es geht nicht nach rechts, es springt nicht hoch, es macht keine Saldos, es fliegt nicht weg, es hat so einen riesen Kreis. Groudon zu fangen ist das chilligste und beste in ganz Pokémon Go. Und dabei ist es noch so mega nützlich, noch so mega genial. Deswegen, ich liebe Groudon. Guck mal, so sieht man auch endlich mal was. So sieht man was. Groudon, oh mein Gott. Das muss dann, eigentlich hätte man so ein Thumbnail noch machen müssen, aber ja, jetzt ist vorbei. Dann mache ich hier die App aus, alles andere mache ich auch aus und ich gehe mit euch nochmal kurz zum Brunnen, damit ihr seht, dass da wirklich ein Brunnen ist. So, laufen wir jetzt schnell hier rein. So, da ist der Brunnen, guckt euch den Brunnen an, perfekt. Da sind lauter Drachen dran. Das Wasser ist klar, die Sonne scheint jetzt. Es ist ein bisschen windig, aber ist egal, das passt. Das war der Groudon Community Raid. Danke Pupsi für den Sea Day, danke für den Stream, danke an die Zuschauer, die dabei waren. Grüße gehen raus an Oleg. Oleg, greetings for you. Keine Ahnung. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.